Solingen 2043 ist der Titel der zweiten Demokratiekonferenz, die vor etwa 150 Teilnehmern im Schulzentrum Vogelsang stattfand. In Workshops wurden unter anderem die für 2019 geplanten Solinger Tage gegen Rassismus vorbereitet. Federführend dabei ist Michael Roden. Wir sind im Schulzentrum Vogelsang. Das ist genau da hier, weil wir hier an dem Ort sind, wo Lernen geschieht, wo Bildung geschieht und wo wir festgestellt haben im Landesprogramm NRW-Weltoffen, dass hier noch zum Teil neben den herausragenden Leistungen, die sich tagtäglich vollziehen, dass es hier noch Handlungsbedarf gibt. De facto ist, ja, erst 1998 hat die Bundesregierung zum ersten Mal anerkannt, dass es einen sogenannten... Erschreckend sei eine zunehmend nationalistische Stimmung im Land, so die Teilnehmer. Dabei sei das Wissen um die rechtsradikale Vergangenheit Deutschlands bei jungen Menschen schwach ausgeprägt. Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Schulen repräsentativ rum, wie ist es eigentlich so mit Vielfalt und Demokratie und Wissen über die Entwicklung von Demokratie? Und die Ergebnisse, persönlich haben sie die Schuhe ausgezogen. Als ich vor 3 Jahren mein Amt angetreten habe, das waren die Tage, wo jede Woche Hunderte von Flüchtlingen nach Solingen gekommen sind und nach Deutschland. Und was haben wir auf einmal auch in Solingen erlebt? Dutzende von Menschen, die wir vorher alle gar nicht kannten, haben sich engagiert, sind aufgestanden. Es wurden Hunderte von Wohnungen akquiriert, es entstanden Altkleiderläden, es wurden Umzüge organisiert, Sprachkurse. Wir als Stadt hätten das niemals alleine geschafft, wenn damals nicht so viele aufgestanden wären und hätten sich engagiert. Den Schluss der Veranstaltung bildete eine Diskussion, bei denen die Teilnehmer erörterten, wie Solingen 2043, also in 25 Jahren, eine friedliche, pluralistische Stadt sein kann.